haben. Kleiner. Ist aber schon mal gut. Er ist sehr agil und sehr flink. Wir wissen, dass er aktiv ist, dass er sich gut bewegt. Wir untersuchen das Tier jetzt einfach noch mal kurz, weil er jetzt nachher vermittelt wird. Schauen uns kurz die Augen an. Gliedmaßen. Der Ernährungszustand. Becken, der Schwanz, keine Verletzungen, alles vorhanden. Gucken wir uns mal das Maul an. Ja, genau. Schön. Rosa, blattrosa. Bisschen Häutungsreste am Kiefer hier, aber es ist kein Problem. Und er ist sehr dunkel, das kann jetzt sein, es ist Vormittag, er ist noch nicht so warm. Ansonsten ist er unauffällig. Ich nehme jetzt noch mit kurz in die Behandlung und wiege ihn, um ein aktuelles Gewicht festzustellen. Wir wiegen den kleinen Leguan jetzt nochmal. Der kam vor circa 2 Monaten zu uns. Mal kurz sitzen bleiben, genau. 74 Gramm. Hat 15 Gramm zugenommen, wunderbar. Als Jungtier wachsen die relativ schnell und deswegen sollte natürlich das Gewicht auch steigen. Er kam vor circa 2 Monaten zu uns und zwar über eine Wegnahme durch eine Behörde mit anderen Tieren zusammen. Und der Eigentümer des Tieres hat relativ schnell auf sein Eigentum verzichtet. Deswegen können wir das Tier jetzt auch schon relativ zügig weiter vermitteln. Es ist ein Jungtier, also grüne Leguane werden natürlich wesentlich größer. Der war auch noch nicht sehr lange bei dem Halter, weil die Tierhaltung vor Ort war katastrophal. Und glücklicherweise sind die Behörden schnell eingeschritten und haben das Tier dann eben weggenommen und zu uns gebracht. Und wir können ihn jetzt in eine gute neue Haltung vermitteln. Um die Vermittlung abzuschließen, machen wir hier noch den Abgabevertrag für die Übernehmer, damit sie ein Dokument zu dem Tier bekommen. Wir bekommen eine Spende bei der Vermittlung des Tieres und verpacken das Tier so, dass es den Transport zum neuen Heim gut übersteht. In diesem Fall, weil es ein bisschen kühler war, auch in einer Styroporbox. Die neuen Übernehmer haben sich sehr gefreut über das kleine Tier, weil die sehr erfahrene Leguanhalter sind, die auch schon länger Leguane hatten und ihr letzter Leguan ist vor kurzem verstorben und jetzt haben sie wieder einen neuen kleinen Leguan, den sie auch an die Hand gewöhnen können und hoffentlich ein schönes neues Zuhause bieten können.